Ich trinke aus einem Glas, was ich von meiner Mutter geerbt habe, und trinke auch ein bisschen auf sie. Ich bin Adrienne Göhler. Ich weiß nicht, Bastard irgendwie, würde ich sagen, weil ich nichts von alledem, was ihr professionell macht, mache ich auch, aber auch irgendwie wahrscheinlich Universal-Dilettantin oder irgend sowas passt oder Bastard. Ich weiß es nicht. Ich interessiere mich für Grundein- und Auskommen, für Nachhaltigkeit, für Ästhetik und Nachhaltigkeit. Ich streite für einen Fonds Ästhetik und Nachhaltigkeit. Und ich streite für das Grundauskommen und ich bin müde über Konzepte, also noch ein neues Programm und noch ein Neustart Kultur und dann vielleicht ein zweiter Neustart Kultur, ein dritter und ein vierter, wie die Lockdowns werden auch die Neustarte simuliert. Ich möchte ein Grundauskommen haben und ich finde, es reicht jetzt, weil irgendwie welche Verrenkungen müssen wir noch machen, um irgendwie zu sagen, was ist. Und meine Geduld ist da nicht mehr so groß. Ich will sagen, Grundauskommen jetzt. Prost. 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 Vielleicht schließe ich mich gleich an. Katharina von Wilke und ich habe lange mit Antje Pfundner in Gesellschaft gearbeitet, arbeite jetzt auch in Gesellschaft, aber in anderer, aber manchmal eben auch mit euch, mit Antje an und den anderen. Und mich würde etwas interessieren, was die Adrienne auch gerade gesagt hat, also weniger theoretisch zu sein und neue Utopien zu erfinden oder zu suchen, weil ich bin der Meinung, viele sind da. Man kann sie in die eine oder andere Richtung weiterentwickeln. Und ich finde es auch besonders schwierig, gerade was Neues zu denken, weil diese Zeit auch etwas mit einem macht, was eher so, ja, wo man viel Kraft braucht, um mit dem, was da ist, zurechtzukommen. Deshalb finde ich diese die schon existierenden utopischen Ansätze interessant und fände das auch schön, wenn wir heute darüber reden. Und dieses Buch ist leider, das ist nicht mehr das Neueste, aber so ein bisschen, das ist auch nicht der beste Titel. Kennt ihr das? Ich finde Utopien für Realisten gerade interessant. Ich greife da auf. Habe ich dich unterbrochen, Katharina? Bist du durch? Nein, ich bin fertig. Ich greife da auf, vielleicht bei den Realisten oder bei dem Streiten, bei deinem Begriff, Adrienne, weil, genau, ich bin Ann Kersting, arbeite schon ganz lange mit Antje Pfundner in Gesellschaft, bin auch Kuratorin, arbeite mit anderen Künstlern, habe, ob in Freiburg oder in Hamburg, auch eigene Programme kuratiert. Und warum ich das sage, ich glaube, ich bin heute Abend, fühle ich mich so ungemein formatmüde. Und ich finde, es ist so sehr an der Zeit, also ich verspüre so sehr das Bedürfnis, nicht mehr alles in künstlerische Formate zu verpacken und damit Zeit zu verlieren. Nicht Zeit zu verlieren im wertenden Sinne, aber ich würde gerne mir wieder angewöhnen, schneller zu reagieren und wenn ich das noch nicht in ein Format gepackt habe, dann einfach zu sagen, was ich denke und es zu adressieren und es zu teilen. Und nicht 4 Monate zu brauchen, um es zu teilen, weil ich es vorher in ein schlaues Format einpacken muss. Von daher, ja, vielleicht Realismus, ja, vielleicht streiten, also auf jeden Fall vielleicht schneller und direkter widersprechen. Widersprechen und widersprechen. Ich glaube, das ist mir ein totales Bedürfnis inzwischen. Ja, okay, wenn, ja, Prost. Leheim. Ja, also ich bin Michael Hirsch und arbeite als Philosoph und Politikwissenschaftler und Kunsttheoretiker. Ein paar Sachen kann ich mich wiedererkennen in der Selbstbeschreibung von Adrienne, also sozusagen Universaldilettant. Ich nenne es eher quasi die Berufsbeschreibung professioneller Amateur. Also gewissermaßen der Versuch, gegen den Professionalismus zu arbeiten, aber auf eine extrem ernsthafte Art und Weise zwischen den Disziplinen unterwegs zu sein. Und also so würde ich dieses Programm schreiben. Und der weitere Punkt, wo ich mich Adrienne anschließen kann, ist, ich hatte
vor sehr langer Zeit angefangen. Das war dann letztlich die Vorarbeit zu dem, was später meine Habilitationsschrift geworden ist, mich für das Grundeinkommen sehr stark zu interessieren. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das ein strategischer Fehler ist, sich einseitig auf nur ein Reformprojekt einzuschießen. Und die Deutsche Linkspartei ist ja gewissermaßen, steht prototypisch die noch amtierenden Vorsitzenden für die zwei Flügel der Partei. Der eine Flügel, Kipping, interessiert sich für Grundeinkommen, der andere, der gewerkschaftslinke Flügel, für radikale Arbeitszeitverkürzung. Und ich bin eben der Meinung, dass man das sozusagen verbinden müsste, anstatt da quasi sozusagen getrennt voneinander unterwegs zu sein. Und insofern interessiere ich mich eigentlich, glaube ich, generell, das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, wie man scheinbar unvereinbare oder widersprüchliche Dinge im Grunde genommen zusammendenken kann. Also eben auch der Versuch, wie kann man gleichzeitig gesellschaftstheoretisch hart arbeiten und trotzdem auf der Ebene der ästhetischen Bildung gleichzeitig im Grunde genommen praktisch arbeiten. Also im Grunde genommen dieses alte Programm Theorie und Praxis zu versöhnen, ist eigentlich das, wofür ich mich generell interessiere und wo ich, sagen wir mal, Schwierigkeiten habe, jetzt sowohl persönlich als auch gesellschaftlich, dass so etwas schwer zu verwirklichen ist. Also sozusagen programmatisch der Versuch, den finde ich extrem plausibel, aber es ist sozusagen institutionell ein schwieriges Unterfangen. Ein sehr, sehr spannendes Unterfangen, aber ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Bei mir gibt es thematisch was Mitgebrachtes. Das schließt auch sehr an das, was Adrienne und Michael vorhin gesagt haben, an. Das ist ein Rezept von meiner Tante Grete. Mhm. Habe ich, seit ich 16 bin, in Hamburg besucht. Und das Rezept heißt Nudeln für arme Leute. Okay. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe gedacht, das koche ich natürlich auf jeden Fall heute. Das ist auch sehr beliebt. Ich kann auch gleich sagen, wie es geht. Und ich dachte so ein bisschen von wegen Utopie, nicht, dass ich unbedingt so vielleicht die Dystopie aufstellen will, aber so dieses Interesse von mir, wie wird man Geld anders verteilen müssen, was ist eben dieses geteilte Grundeinkommen. Auch wir sind ja dabei, Adrienne, einen Fonds zu gründen etc. Da habe ich gedacht, okay, das passt für mich sehr gut zum Thema. Deshalb mache ich auf jeden Fall die Nudeln für arme Leute, um das vielleicht auch in Frage zu stellen, was das überhaupt heißt, arm oder reich zu sein. Und das Rezept ist wirklich sehr, sehr einfach. Du reibst den Teller mit Knoblauch, mit einer Knoblauchzehe ein und bereitest im Teller mit einem möglichst, da schließe ich mich Katharina an, einem guten Olivenöl, Tomatenmark, Salz, Pfeffer und Knoblauch. Das machst du alles im Teller und darunter ziehst du dann die warmen Nudeln. Also du brauchst so von den Kosten her sozusagen wirklich sehr wenig. Und es schmeckt sehr gut. Wenn du willst, kannst du noch Parmesan drüber machen, aber eigentlich so schlicht sind das die Nudeln für arme Leute. Dann schließe ich mal da an. Erstmal Prost. Ich weiß nicht, ob wir nach dieser Vorstellungsrolle anfangen, leicht zu lallen. Aber es ist ja auch vielleicht gar nicht so schlecht. Ich freue mich total, mit euch zu sitzen. Ich hatte nämlich sozusagen vor 2 Tagen das Gegenstück. Ich habe nämlich nach meiner Schulzeit, wusste ich nicht so richtig, was ich machen sollte, ob ich irgendwie künstlerisch studieren sollte oder eher so. Wirtschaft war damals irgendwie die Dotcom-Blase, die erste, falls ihr euch erinnert, war irgendwie so the thing. Und ich habe gedacht, hä, was ist das? Warum ist das so ein krasser Hype? Und habe deswegen, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte, eine Bankausbildung angefangen. Und vor 2 Tagen hatte ich tatsächlich ein sozusagen Reunion-Treffen, 20 Jahre weiter. Und ich habe diese ganzen Nasen wieder getroffen. Übrigens habe ich damals Ausbildung auch gemacht mit Jens Spahn. Der war auch bei mir in der Klasse. Und, er ist aber nicht erschienen. Er hatte, glaube ich, anderes zu tun gerade. Aber was ich interessant fand, ist sozusagen, ich habe in solchen Zusammenhängen, werde ich dann immer gefragt, was machst denn du eigentlich? Und dann habe ich immer totale Schwierigkeiten zu sagen, was ich eigentlich mache. Weil es gibt keine Bezeichnung dafür und deswegen finde ich das total schön mit so vielen. Barbara hat diesen Begriff Hybridarbeiter mal benutzt. Den finde ich fantastisch dafür. Dafür nochmal Mietarbeiter? Hybrid. Ah, Hybrid. Also irgendwie so
nichts Ganzes, aber irgendwie auch ja, nichts Halbes. Also sozusagen, man ist so zwischen den Stühlen und ich bewege mich tatsächlich. Ich habe dann Wirtschaftswissenschaften noch studiert und nebenbei ziemlich viel Ästhetik gemacht und Kunstpraxis, sodass ich mich jetzt eigentlich ständig dazwischen zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst so hin und her bewege. Ich glaube, diese drei Teilbereiche haben sehr, sehr, sehr viele Überschneidungen, die man aber eigentlich nicht so realisiert, wenn man sozusagen nur in einem Teilbereich sich professionalisiert, sage ich mal. Und ich muss sagen, ich war immer ein Verfechter von neu erfinden und so und merke aber jetzt, weil ich mich gerade mit sozusagen Rechtsformen beschäftige, die sehr, sehr alt sind, und die Selbstorganisation fördern, wie zum Beispiel eine Bürgeraktiengesellschaft oder eine Genossenschaft oder das sind alles sozusagen ganz alte Formen von Selbstorganisation, meistens von Arbeiterschaft. Und da steckt eigentlich unfassbar viel Potenzial drin, was wir irgendwie über die Zeit vergessen haben in diesem Narrativ, dass wir eigentlich singuläre, also Individuen sind und wir uns für uns selber sorgen müssen und auch selber ausdrücken müssen. Also es hat ja so ein ganzes, ne, es hat ja auch was Positives, aber halt auch eine Schattenseite und wo ganz viel Potenzial liegt, unsere Beziehung nicht als autonom oder uns als autonom wahrzunehmen, sondern als interdependent. Und deswegen bin ich, würde ich da an Katharina auch so ein bisschen anschließen oder an auch diese Historizität von Utopien oder historische Utopien abzuklopfen für Potenzial für jetzt. Und das finde ich gerade das, was ich total spannend finde. Ich würde sagen, wir hören auf, wenn wir Utopien nicht mehr aussprechen können, okay? Na gut. Das ist eine Utopie. Geht schon los. Dann knüpfe ich mal an die Hybridarbeiterin an, weil ich das eine sehr schöne Beschreibung finde. Auch was so die unterschiedlichen Bereiche, die ich bevölkert habe in meinem beruflichen Leben anbelangt, betrifft und was von Presseöffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Produktion, Kuratorinnenschaft reicht. Und ich habe auch ein passendes Getränk dazu, weil ich mir heute mal das erste Mal Ingwer mit Sekt gemischt habe, um zu gucken, wie das als Aperitif funktioniert. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber es funktioniert. Es passt vielleicht zu unserer Zeit, die gerade auch so gewöhnungsbedürftig ist, wo wir Fähigkeiten mischen müssen, um neue Dinge zu kreieren und voranzukommen. Und darum. So, dann bin ich wohl die Letzte, die sich vorstellt. Und ich trinke Bier, obwohl ich eigentlich normalerweise eine gute Flasche Wein hinstellen würde für so einen Anlass, weil ich finde schon, wir sind eine echt sehr gute Runde. Ich freue mich, dass man sich so wieder sieht. Und ich kenne Katharina von Wilke von einer Party bei APIC, wo ich mich ein einziges Mal mit ihr wahrscheinlich ausführlich unterhalten habe. Mit Michael, von Michael Hirsch kenne ich ein Buch. Adrian Göller habe ich in Dresden neulich erst kennengelernt. Und Ann und Anke, das finde ich echt eine tolle, also ich habe mich sehr darauf gefreut und gleichzeitig habe ich mir gedacht, oh, was werden wir sagen über Utopien? Und beim Nudeln aufsetzen habe ich gedacht, okay, für mich diese Utopie, dieser Begriff ist das, was mich in Bewegung setzt und eigentlich ist das, was eben auf dem Weg passiert, genau das, diesen Drive, den ich total liebe und deshalb bin ich in verschiedenen Konstellationen am Machen. Also ich bin jemand, um zu zitieren, was auch bei einer APIC-Produktion rausgekommen ist übrigens, ich fange gern an. Ich fange sehr gern an. Und auf dem Weg zeigt sich ja, wie schwer oder wie einfach das ist. Und diese Verkettung an Reaktionen verursacht verschiedene Arten von Reflexionen. Und ich versuche
persönlich das mit meinen verschiedenen Feldern zu verbinden. Und das ist auch künstlerisch, aber angefangen habe ich mit Soziologie. Also, und mit Soziologie deshalb, weil ich tatsächlich in der fast vielleicht Naivität von dem Alter, wo man sich entscheidet, was man studiert, gesagt habe, ja, ich will die Gesellschaft verändern, ganz groß. Und deshalb muss ich die verstehen. Und deshalb habe ich eben mich dagegen entschieden, Dolmetscher-Ausbildung zu machen. Ich bin Italienerin und ich habe dann eben hier in Deutschland auch Deutsch gelernt. Und das ist auch okay so, dass ich auf diese Weise zur Kulturdolmetscherin geworden bin. weil ich fühle mich auch immer zwischen irgendwie Stühlen, also auch wie Anke zitierte mich, also Hybridarbeiterin, aber auch zwischen Sprachen, zwischen Kulturen. Ich fühle mich immer zwischen den Stühlen, immer. Ich hab keine Utopie mitgebracht. Ich habe ein Zitat wiedergefunden. Frag mich jetzt nicht genau, ich habe es nicht mehr recherchiert, woher. Es ist ein Zitat von Goethe. Frag mich nicht mehr, woher. Ich habe es nicht mehr recherchiert. Das von wegen Wiederaufnahme. Es ist aufgetaucht, als ich mein Projekt Depot Erbe machte in Freiburg. Ein Projekt über kulturelles Erbe als Hinterlassenschaft an ZuschauerInnen, weil ich darin die ZuschauerInnen definiere als die eigentlichen Erben. Weil für mich ein Werk niemals eine beendete Hinterlassenschaft ist und es schreibt sich sowieso ausschließlich durch seine LeserInnen weiter. Und im Rahmen dieses Projektes im Museum und des Programmheftes ist mir ein Zitat wieder aufgeploppt heute. Ich bin über die Wurzeln des Baumes gestolpert, den ich gepflanzt habe. Und ich habe mich gefragt, den Impuls wollte ich mit euch teilen, zu sagen, stolpern, über die eigenen Wurzel stolpern, über den eigenen Baum, den man gepflanzt hat. Ich bin gestolpert. Ups, wozu führt es? Stehe ich wieder auf? Gehe ich zur Wurzel zurück? Gehe ich erst recht nicht zurück? Was macht es, irgendwie über die eigene Wurzel zu stolpern? Und wo projiziert mich das in Zukunft hin? Das habe ich euch als eher Stolperimpuls mitgebracht. Entschuldige den schlechten Witz, Adrienne, von Stolper. Ich finde das total schön, das Zitat. Deswegen, weil es sozusagen so eine Hybris von Autorenschaft sozusagen den Zahn zieht. Also selbst wenn ich eine Utopie habe und ich stimme Barbara total zu, die Anfänge sind immer, also sozusagen, das ist immer das Freudvolle. Und in den Anfängen denkt man auch immer, alle reden über das Gleiche und genau das ist es. Und wenn man aber über die Wurzel stolpert, bedeutet das, dass das, was man da gepflanzt hat, sich quasi verselbstständigt hat und ein Eigenleben hat. Und sozusagen, und dieses Eigenleben muss man anerkennen. Und das finde ich das Schöne daran. Da würde ich sehr gerne für das Grundeinkommen tatsächlich oder Auskommen, wie das Adrian, anstoßen, weil ich glaube, das größte Problem an dieser Idee ist, dass man das nicht testen kann. Und man sich das. Oder ist, man behauptet, ja gut, behauptet aber wirklich das, ja. Ich stoße mit an und ich stoße auch übrigens auf. Jetzt kommt. Behalt die Gedanken, ne? Jetzt machst du es richtig spannend. Ich bin mal zwischendurch, ich stoße an auf die Ute, und zwar auf die Ute Pio. Und wer da jetzt drauf kommt, ne? Ute Pio. Das ist ein Name aus Utopie. Ich dachte, während ich mir zugehört habe, da steckt doch ein Name drin. Das ist doch die Ute. Das ist doch die Ute Pio. Man könnte auch sagen, das sind Ute und Opi. Das würde genauso gehen. Zu sagen, ein junger Mensch und ein alter Mensch. Wir sagen jetzt einfach mal, Ute ist jung. Aber es könnte auch die Ute Pio sein.
würde ich auch noch auf Ute Pio anstoßen. Guten Appetit. Ja, guten Appetit zusammen. Fangen wir an. Nee, Anne ist ja noch nicht da. Entschuldigung. Da bin ich. Und La Anke? Ja, kriege ich nicht. Meine Soße ist noch gefroren. Ich muss gerade noch aufkauen. Es dauert noch 2 Minuten. Fang schon mal an. Okay. Ich liebe ja leider Avocado und habe jetzt das Problem, dass, wie man jetzt immer wieder liest und sehen kann, dass Avocado natürlich wahnsinnig viel Wasser, also Avocado-Plantagen wahnsinnig viel Wasser verbrauchen. Und es gibt viele Bauern in Chile und in Mexiko, die sich total dagegen wehren. Und es sind Riesenbetriebe, die Leute eben auch daran hindern, ihre anderen, also die Bauern können ihre eigenen Sachen gar nicht mehr anbauen, weil das Wasser einfach alles umgeleitet wird. Ja. Und da hatten wir letztens bei einem Essen die Überlegung, wie man, wenn man gerne Avocado isst, wie man jetzt, was man dafür tun könnte. Und die Lösung war eine Utopie, nämlich der Anbau von Avocado-Plantagen in Brandenburg. Lene, du hattest eine Utopie parat, bevor es klingelte. Ah, stimmt. Weißt du die noch? Mikkel, ich wollte was über... Dann, wir wollen ja keine neuen Utopien erfinden, aber wir könnten die alten reframen oder rekontextualisieren. Und ich finde ja toll, dass die ersten Gedanken zum Grundeinkommen von Thomas Morris stammen aus Utopia. Wo er hat es nicht Grundeinkommen genannt, aber gesagt, es müssen einfach alle Leute irgendwie Geld haben, schon allein, um dem Raub vorzubeugen und der Gewalt, die mit dem Raub einhergeht. Das fand ich total einleuchtend. Mhm. Also von daher, ich erhebe mein Glas auf mit euch, Prost, 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 Thomas Morris. Thomas Morris. 1516. Also, hat einer von euch einen älteren? Eine ältere Utopie als 1515? Boah. Naja, das Wort, ich weiß, also er hat ja das Buch mit dem Wort. Ich weiß nicht, ob es davor das Wort gab vor dem Buch. Nee, gab es, glaube ich, nicht. Nee, ich glaube nicht. Aber ich würde tatsächlich irgendwo so Griechenland mal hin meandern, ne? Also so Agora oder so ist schon eine Utopie auch, finde ich. Also ne, mit all den Downsides von Frauen dürfen nicht, Sklaven dürfen nicht. Aber sozusagen diese Agora mit dem, dass sozusagen, dass wenn du ein Bürger sein willst oder wenn du dich selbst vervollständigen möchtest, dann sozusagen hast du die Verpflichtung, dich mit anderen auseinanderzusetzen. Das finde ich schon eine Utopie. Und daran anschließend hat nicht Foucault darüber geschrieben, über dieses Ethic of Care. Das finde ich, ist eine ganz starke Utopie, die genau da aber auch liegt in dieser Zeit, ist, dass sozusagen die Hauptaufgabe von dir ist, sich um deine Seele zu kümmern, um das Wohlergehen deiner Seele. Und wie machst du das? Das machst du nur, indem du dich sozusagen nicht egoistisch sozusagen, ich, sondern sozusagen dein Seelenheil kann nur durch andere sozusagen geheilt werden. Und dadurch musst du dich um andere kümmern. Und wenn das sozusagen der Anspruch ist, kümmert sich jeder ständig um jemanden anderen. Und das daraus ist diese Effect of Care-Debatte ich glaube, Foucault hat da mal ein Interview zugegeben oder so. Das finde ich ganz interessant, wo er sich darauf bezogen hat. Und das fand ich eigentlich, das ist für mich eine Utopie. Und schließt da nicht auch an, Anke, dieses, ich habe das jetzt leider nicht als Zitat parat, das hatte ich innerhalb unserer Fondsgründung mal erwähnt, dass eben der Begriff Profit
vor urlanger Zeit eben auch mit einer Heilung der Seele eigentlich zusammenging und nicht mit, also beziehungsweise mit diesem Gewinn und nicht mit einem monetären Gewinn, sondern eigentlich zu sagen, da wurde mal das Wort Profit für gebraucht. In den heutigen Zeiten ist es natürlich schon klingt es ja fast schon utopisch. Also um das jetzt auch von Anke aufzugreifen, da habe ich jetzt natürlich sofort dran gedacht, dass in den Zeiten von sozialer Distanzierung das sich gegenseitig besuchen und die Gastfreundschaft schon in den Rang des Utopischen entschwindet. Und wir haben uns ja zuletzt, glaube ich, vor einem Jahr gesehen, ungefähr bei dir, wo ich zu Besuch war und insofern ist es so eine kuriose Situation, wo einem bestimmte Dinge, die vielleicht also immer schon so ein implizit utopisches Moment hatten, also man beherbergt sich gegenseitig, man besucht sich gegenseitig und hat dann diese etwas Ähnliches, wie wir jetzt machen, ja, und dass wir heute in so einer eigenartigen Situation sind, auch die Tatsache, dass wir jetzt dieses Symposium sozusagen virtuell abhalten, hat eben diesen leichten, sozusagen so einen melancholischen Beigeschmack eigentlich. Ja. Weil diese Ethik der Sorge, die du angesprochen hast, Anke, ist natürlich genau dieser Punkt, ja, dass man im Grunde genommen solche kleinen Gemeinschaften sucht, die implizit immer so ein utopisches Drehmoment haben. Ja. Also wir wollen ja nicht nur, also es ist zwar zwei oder drei oder mehrere mögen sich gerne, aber irgendwie hat man immer diesen Spin, ja, das soll noch mal irgendwas Größeres soll daraus werden, ja, es soll noch so ein Wumms kriegen. Naja, aber ehrlich gesagt ist es für mich, es muss ein Wumms kriegen. Ich frage mich wirklich, was muss noch passieren, dass Leute wie wir, die wir ständig irgendwie gehalten sind, Anträge zu schreiben, Kostenrechnungen aufzustellen, so, dass wir im Moment bedienen wir doch einen so falschen Modus zu leben, dass wir, ich frage mich, warum wir nicht viel stärker alle sind und sagen, Leute, wir müssen einfach jetzt was anderes machen. Es ist eine Zeitenwende, es ist nicht eine Krise. Es ist nicht irgendwie, wir sind in eine Krise, dann kommen wir wie nach der Lehman Brothers Crash. Ja, es ist einfach, wir haben unsere Fragilität, unsere Verwundbarkeit, all das haben wir unglaublich verspürt einfach. Oder? Und jetzt müssen wir doch sagen, Leute, wir müssen uns jetzt mal so generell überlegen, brauchen wir eigentlich noch 8 verschiedene Autofabrikationswerke, die uns irgendwie in der gleichen Gefangenschaft halten wie die ganze Zeit davor? Und ich meine, können wir jetzt da mal mit Künstlern und mit Utopisten und Pragmatikerinnen mal zusammen hingehen und sagen, was kann man da eigentlich noch anderes machen? Weil wollen wir das noch weiter haben? Wir müssen doch viel fundamentalere Fragen stellen. Denn ich habe so das Gefühl, wir werden so zugekackt mit bewerbt euch doch mal bei diesem Programm. Und jetzt gibt es noch dieses Programm. Und jetzt gibt es noch eine Erweiterung von diesem Programm. Und wir sitzen und reden. Und nein, wir schreiben. Ich bin noch nicht so unverfroren wie Freundinnen von mir, die sagen, was denn los, Adrien, du erfindest jedes Mal was Neues, bist du irre, copy-paste, liest ganz fein. Weißt du was? Entschuldigung. Ich so einfach nicht mehr, das ist irgendwie unter meinem Niveau. Also ich habe die Schnauze voll. Ich möchte jetzt wirklich ein Grundauskommen haben, Ende der Durchsage, und ich will jetzt wissen, wie wir 8 uns vorstellen, dass wir diese Idee ein bisschen weiter pushen. Und dann möchte ich gerne noch eure Ideen auch haben und sagen, wie können wir 8 eure Ideen weiter pushen.
Ich nehme nochmal diese Neustart-Kulturnummer auf, weil ich ganz viel schon jetzt Künstlerinnen beraten habe bei Antragstellungen. Was jetzt, ne? Da merkt man natürlich auch, also es ist jetzt ein Alimentieren von einem Bereich der Solo-Selbstständigen in erster Linie und der Teilsubventionierten, den jetzt eine Bundesregierung versucht irgendwie zu, sagen wir mal so, stillzustellen fast oder so, mitzutragen, indem du wieder Anträge stellen musst und wieder etwas produzieren musst in großen Teilen, weil viele Sachen sind keine Stipendien. Ne? Stipendium ist so ein Bereich, der jetzt so hochkommt, der ist ganz gut, würde ich behaupten. Aber der andere ist wieder etwas zu produzieren. Und ich finde, jetzt ist so ein Moment, wo man mal, also wo diese unterschiedliche Art der Absicherung oder des Angestellt, engagiert Seins oder nicht oder Unternehmer sein, wie ja auch Antje Funder in Gesellschaft es ist, eigentlich mal so komplett aufbricht. Ne? Weil die bisher in irgendwelchen Jobs sind, die werden einfach mitgeschleppt. Ich frage mich halt immer, ob von Seiten der Kunst, also solange sowas gesellschaftlich noch nicht einen Konsens hat, das scheint ja immer leider so zu sein, dass dann etwas politisch umgesetzt wird oder so. Deshalb dauert das ja auch alles immer so ewig lang. Ob es dann nicht der Auftrag oder ein Auftrag mal wieder der Kunst ist, eigentlich Dinge zu praktizieren in eben ihren Milliardenblasen. Und das wird ja zum Teil auch getan und vielleicht muss es da noch mal eher hin. Also wir hatten im Fonds eine Kollegin aus NRW zum Beispiel, nur mal um das so als was ganz Haptisches reinzubringen, die Feline Fellhagen, die hat zum Beispiel so ein Experiment in ihrem Freundeskreis, der sehr divers ist und auch nicht nur kunstschaffend ist, gestartet, einen Monat lang das Einkommen zu teilen. Darüber hat sie einen Podcast gemacht, das nachzuhören auf NDR oder Deutschlandfunk, Entschuldigung. Das ist total gescheitert, sehr rührend, wie die versucht haben, ihr Einkommen zusammenzulegen irgendwie für einen Monat. Aber ich frage mich halt, genau, also um da nochmal zurückzurudern, ob es nicht, anstatt es nach Motto anzuprangern und dagegen so große Mühlen zu kommen, ob es nicht in viel kleineren Blasen auf eine Art eben praktiziert werden müsste. Genau, Dumi, mit deinem Fonds, mit unserem Fonds, dass man sagt, da finden sozusagen Experimente, also erlebte Experimente statt, die dann, jetzt klingt jetzt so abgedroschen, wie dann wieder Best-Practice-Beispiele, aber dass ich irgendwie immer vermute oder meine, da insofern kam ich nochmal auf diesen großen Wumms. Ich frage mich immer, ob es den großen Wumms geben muss, ob man sagt, nee, es muss das kleine gallische Dorf geben. So, ne? Aber ganz kurz, Antje, ich glaube, oder Adrienne, du weißt es wahrscheinlich am besten, es gibt doch in Berlin definitiv so einen Verein oder so, die sozusagen dieses Grundeinkommen verlosen. So genau. Ein, ne? Ja, also sozusagen, es gibt es ja auch schon, ne? Ja, es gibt ganz viele Experimente im Sinne. Ich frage mich halt immer nur, weil es immer so lange Mühlen sind, bis es so ein Konsens wird und bis es sich dann in die Politik überträgt, was es praktisch für Modelle gibt, dass man sagt, man praktiziert es längst, Fragezeichen, in kleineren Blasen und was dafür nötig wäre. Was wäre, wenn, und das ist in der Hand der Künstler, die das Geld bekommen haben, wenn wir diese ganzen Neustart-Kulturgelder, wenn wir bis Oktober sagen, wir haben damit nichts produziert, es ist da das Geld oder wir haben es schon ausgegeben, aber in Recherche oder es gibt sich noch aus oder wir haben es verliehen an den Nachbarkünstler auf der anderen Probebühne. Also warum müssen wir, weil wir kritisieren jetzt schon seit letzten Oktober, dass wir dieses Geld bis nächsten Oktober ausgegeben haben müssen und in kleinen Blasen suchen wir nach Lösungen. Und da frage ich mich gerade, warum suchen wir nicht in einer großen Blase nach einer Lösung? Es muss das. Was wäre, wenn im Oktober alle sagen, ja, wir haben kein Projekt damit gemacht, haben wir nicht. Wir haben das damit gemacht oder gar nichts. Oder wir denken noch, wir sitzen noch drauf. Oder ich habe es unter meinem Kopfkissen, ich schlafe drauf, bis es wächst. Oder keine Ahnung. Aber wir haben das alles in einen Fonds gegeben. Da sind wir genau, da. Ist alles im Fonds. Es ist übrigens ein Kunstprojekt. Genau. Aber wisst ihr, was ich meine? Ich frage mich immer, ob diese Frage von eben, muss es zum politischen Konsens werden? Ich glaube nicht, dass je irgendwas, was zum Konsens wurde, dann sich noch bewegen konnte. Ich sage nur, in Deutschland muss ganz oft anscheinend etwas zum politischen Konsens werden, um sich dann gesellschaftlich durchzusetzen. Und deshalb gehe ich auf, dass ich finde, die Kunst
kann sozusagen oder hat die Möglichkeit, etwas zu praktizieren, was in dieser Erlahmung der Institutionalisierung und der Politik oft erstmal so nicht möglich ist und oft durch ganz andere Mühlen muss. Und deshalb kam ich nur darauf zu sagen, das ist sozusagen der Vorteil der Kunst. Sie kann etwas praktizieren. Und da habe ich ein Beispiel mal. Und sie muss nicht warten, bis es gesellschaftlich und politisch durchgesetzt wird. Weil ich glaube, da, ob Konsens hin oder her, das sind andere Mühlen, das sind andere Zeitlichkeiten. So. Darf ich vorschlagen, dass wir einen Konsens, den es irgendwie gibt, an die Soziologinnen unter uns. Ich habe jetzt dir und Antje und Ann, weil ich nicht von allen die die Mailadressen habe, eine Studie weitergeschickt. Es ist nämlich eigentlich, würde ich mal sagen, Konsens, dass wir sowas, dass das bedingungslose Grundeinkommen unterstützt wird. In Deutschland unterstützen 55, das ist eine Befragung, ich habe die Methodik auch dazu gezeigt, in 4 Ländern, 55% der Befragten unterstützen das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens. 2020 waren es noch 50. 21 sind nach wie vor dagegen, 24 unentschlossen, 2020 waren es noch 99. Und das Votum, das nur noch, weil Barbara vorhin sowas wunderbar sagte, was ist eigentlich mit diesen ganzen da Beamten und so, ich fand das so lustig. Das Votum von Selbstständigen, 63% Zustimmung, besonders positiv ist das Votum von Selbstständigen, während Verbeamtete eine kritische Sicht haben, 28%. Bedingungsloses Grundeinkommen heißt nicht, Sozialhilfe heißt nicht, die ärmste Gruppe derjenigen, und das ist das, was in Italien gerade passiert, sie geben so etwas wie eine, wie Hartz IV, sowas wie du Grundsicherung. Berechtigung für sowas wie die Grundsicherung. Bedingungsloses Grundeinkommen heißt, auch der Millionär kriegt das, er muss es leider nur dann mit seiner Steuer wieder bezahlen. Ja. Es ist etwas, ja, man sagt, es steht allen Menschen. Ja. Also das könnte die Kunst eine Treiberin sein, zu sagen, wir machen es groß, wir veröffentlichen es, wir machen es jetzt einfach, unsere Geduld ist am Ende. Und wir sind auch übrigens nicht so was, wo man immer neue Stöckchen hinhält mit neuen, jetzt haben sie aber, nimmt die Stöckchen, die müssen jetzt aber dieses Mal rosa sein, also wieder mit einem neuen Zweckbestimmung, sondern wir müssen, also ich glaube, wir können die Gesellschaft wirklich ganz gut mit reparieren. Wir können die Fragen ziemlich gut neu stellen und das hört jetzt mal auf, dass wir den letzten Prosamen kriegen, sondern wir bräuchten eigentlich wir brauchen einfach, ich will jetzt nicht schon wieder Grundeinkommen sagen, sondern wir brauchen aber die Ermöglichung, uns mit unserem Wissen, Können, unserer Erfahrung und unseren der großen Chance, dass die Kunst nicht lügen muss, können wir uns einfach gesellschaftlich viel stärker einbringen. Und darum muss es irgendwie gehen, finde ich. Ja, und ich würde da was ergänzen zum eben mit uns, wenn du sagst, mit unserem Wissen, das ja auch an seine Grenzen kommt. Wir können uns noch eins teilen. Wir haben nämlich noch ein Kapital als Künstler. Wir haben, ab dem Moment, wo wir in Institutionen arbeiten, haben wir das Privileg, zu ganz bestimmten Daten um ganz bestimmte Uhrzeiten in teilweise sehr großen Räumen zu versammeln. Weil ja, das ist ja unsere Praxis. Wir laden dazu ein, um 20 Uhr Menschen zu einem Stück zu kommen oder zu einer Diskussion, whatever. Auf jeden Fall versammeln wir. Das ist ein Instrument, worüber wir verfügen. Das heißt, dieses Instrument, dieser Zeitraum, also dieser Zeitraum und dieser Raum, den können wir uns ja mit anderen teilen. Wir können, müsste ich tatsächlich eine Veranstaltung über bedingungsloses Grundeinkommen machen, wäre ich ziemlich sehr, sehr schnell an meinen Grenzen. Wie könnte ich... Mache ich mit dir. Genau, aber eben, ich bin um 20 Uhr, stehe ich im Programmheft, muss ja keiner wissen, dass ich dann erst um 20:45 loslege und hole jemand dazu in denselben Raum mit einer selben Öffentlichkeit, für ein anderes Thema, für eine andere Notwendigkeit zu sprechen, zu teilen, zu präsentieren, etwas
treten. Also letztendlich immer wieder Stück plus eins oder Veranstaltung plus eins. Und ich finde, die Veranstaltungen müssen nicht zueinander kuratiert sein. Ob ich jetzt zu meinem rosa Elefanten seinen Antagonist hole, ist mir so scheißegal. Ich weiß nur, okay, das Theater hat immer noch das Privileg, Leute ranzuziehen. Super, die sitzen da schon, also werden sie gleich mit einem anderen Thema, ob sie es wollen oder nicht, belangen. Dann, mein Gott, die werden schon verkraften. Redest du jetzt von so einer Ist das so ein Trailer zu jeder noch irgendwann statt mit analogen oder digitalen Kunstproduktionen? Vorher kommt immer so mal noch Propaganda-Slot. Propaganda. 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 Leute, das ist da, ich meine, ihr wollt die Revolution, dann gibt es auch die Propaganda. Geförderte Propaganda. Die ist dann auch noch gefördert. Advertisement dann. Gefördert von Neustadt Kultur. Neustadt Kultur. Genau, dass man sagt, okay, ihr habt Take Care gekriegt. Also Take Care. Alle ein Link. Take Care gefälligst. Formatangabe, die dauert genau 5 Minuten. Da könnt ihr euch, dann gibt es so ein Massentraining dazu. Und dann ein Trailer. Und das sollt ihr bei allen Take Care geförderten Projekten machen. Hey, ich meine, das ist ja sozusagen die UPP der Institution, ne? Also sozusagen die Institution öffnen, also radikal öffnen wieder für sozusagen interdisziplinäre Diskurse mit Menschen von A bis Z aus allen verschiedenen Schichten und einer richtigen Auseinandersetzung mit sozusagen gesellschaftlichen Dingen. Ich frage mich manchmal so ein bisschen, was das dann mit einer Form macht, mit einer künstlerischen Form, aber das ist, glaube ich, erstmal eine andere Frage. Als ich mal von jemandem Institution so erklärt bekommen habe, dass die Person gesagt hat, das ist wirklich eine Institution, hat sich eigentlich gebildet, um den Wunsch eines Volkes zu erfüllen. Und in dem Moment, wo sie das getan hat, muss sie sich sofort auflösen, um einen neuen Wunsch zu erfüllen. Sonst erhält sie sich nur als Apparatum und verschluckt Geld und produziert Macht und so. Und das fand ich für mich so einleuchtend. Oder das war immer das, wo ich dann auf einmal dachte, hier beschreibt gerade jemand in Worten, was ich beobachte, so, und ja. Das ist sozusagen, und da finde ich eben auch, deshalb spreche ich immer so gerne von, dass die Kunst sich selbst institutionalisiert, dass sie eigentlich so ein Best-Practice-Modell der eigentlichen Institution ist, etc. pp. Und dadurch eigentlich ganz andere Aufträge vielleicht auch hat, aber auch übernehmen könnte. Und da hast du in deiner Einleitung, da bin ich eben hellhörig geworden, weil du so sehr betont hast, Michael, über dieses schwierige Verhältnis. Und ich hatte da rausgehört, dass du eben das zur institutionellen Struktur meinst. Genau, aber das ist natürlich total ambivalent, weil es auf der einen Seite meines Erachtens bedeutet, also diese Idee, man erfindet die Sachen immer neu. Und also meine jetzt so konkrete, weil wir ja quasi eine unserer Arbeitshypothesen, das war ja der Vorschlag von Adrienne, auch sozusagen konkreter oder von vielen von uns konkreter werden, ist ja, meines Erachtens, dass in der Wirklichkeit haben die meisten von uns so quasi Komposita-Biografien oder Komposita-Berufsexistenzen. Das heißt, ich glaube, wir müssen in unseren Sprachregelungen immer aufpassen, dass wir quasi die real existierende plurale Wirklichkeit überhaupt noch abbilden. Denn ganz viele arbeiten ja gleichzeitig in staatlichen Institutionen, ja, also ein paar von euch auch. Gleichzeitig sind sie Selbstständige. Also sie haben sozusagen multiple Persönlichkeiten. Und ich glaube, die konkrete Utopie würde so aussehen, da ist wahrscheinlich Grundeinkommen ein Baustein davon, dass die Realität das einholen kann. Ja, also dass wir, anstatt das gegenseitig auszuhebeln und zu neutralisieren, würde die Utopie wahrscheinlich so aussehen, wir können quasi dadurch, dass wir zum Beispiel ein Grundeinkommen haben, dadurch, dass wir zum Beispiel irgendwo eine halbe Stelle haben, können wir irgendwo anders autonomer auftreten, ohne jetzt Bullshit-Propaganda-Jobs zu machen, den ganzen Tag bescheuerte Anträge zu schreiben und so weiter. Und ich glaube, da, also wäre jetzt mein Plädoyer, lasst uns konkreter schauen, wie wir eigentlich alle schon längst leben,
um ganz klar zu benennen, was ist es, was zu viel ist. Also so Adrienne hat es ja sehr stark, also sozusagen, wovon haben wir die Schnauze voll und wo kommt dieser Zwang her, in diese Bullshit-Formate eigentlich reinzugehen. Ja? Das kann man nur aufknacken, indem man generell nur noch Teilzeittätigkeiten vergibt, weil also indem man klar macht, das ist keine hauptberufliche Tätigkeit mehr. Ja? Also indem man sagt, deswegen Künstlerinnen und Künstler müssen gleichzeitig Bürokraten sein können und umgekehrt. Anstatt zu sagen, auf der einen Seite stehen die Kreativen und auf der anderen Seite sind sozusagen die Bürokraten. Ja, also das ist so eine, also dieses Multiple abzubilden, scheint mir wichtig. Ja, und ich finde den Impuls von Michael ganz wichtig. Also ich glaube auch, dass es eben ganz klar ein erster Schritt wäre, dass die Vollzeitarbeit einfach nicht, also die Zeit, die man verbringt bei der Arbeit, kleiner sein könnte. Das war ja einer der Grundlage des Marx, vom Marx-Gedenken im Grunde genommen. Und dass da die freie Zeit von der Arbeit eine andere Qualität auch hat. Und die wird auch von uns Künstler oder Hybridarbeiter auch missachtet in gewisser Weise. Also und darauf beruhte das Leben im Sozialismus. Also man hat ja auch die Zeit verringert und dann im sozialistischen, im real existierenden Sozialismus gab es ja auch solche klare Trennungen von Arbeit und Freizeit. Wo man dann die Frage stellen kann, war das Freizeit oder war das nur eine anders geartete Arbeit? Das wäre die nächste Frage. Genau, weil ich blicke auf ein paar Jahre zurück, wo ich genau das gemacht habe. Also ich habe 4 Jahre auf Kampnagel als halbe Kuratorin gearbeitet, fest angestellt, halbe Stelle. Und in Freiburg als künstlerische Leiterin ebenfalls halbe Stelle. Und weil du das gerade sagtest, Barbara, ich glaube, hätte ich mal geschnallt oder hätte ich tatsächlich einen anderen Begriff gefunden für das andere. Also was tue ich andere Zeit, für die ich ja gekämpft habe, zu sagen, ich unterschreibe jetzt so einen halben Vertrag und dementsprechend ein halbes Gehalt. Was ist das andere? Und gut, das andere war in dem Sinne, dass ich freiberufliches Arbeiten, aber mein Gott, selbst wenn ich noch irgendwie 9 Kinder gekriegt hätte und Bäume angepflanzt hätte, oder es geht ja eigentlich niemandem was an. Genau, es wäre trotzdem, es informiert ja meine Arbeit zurück. Es ist ab dem Moment, wo, selbst wenn ich schlafe, informiert es irgendwas zurück. Es ist die andere Hälfte. Und das fängt bei dieser Begrifflichkeit an. Und ich beispielsweise, ich weiß nicht, wie du das hast, Barbara, aber ich als Deutsch-Französin, ich werde ja immer gefragt, eben wenn ich dann erzähle, ich bin Deutsch-Französin, ach so, du bist halb-halb. Und ich so, nein, ich bin nicht halb-halb. Ich bin voll Französin und voll Deutsche. Ich hasse dieses Halbierte, weil das ist immer eine Entwertung. Es ist eine Entwertung. Und in die eigene Falle tapst man ja, zu sagen, ab dem Moment, wo ich eine halbe Stelle bin, bin ich auch nur einen halben Wert oder meine Arbeit oder meine Ergebnisse sind sie nur zur Hälfte wert gegenüber der Hierarchie oder der anderen qualitativen, dem anderen qualitativen Status der vollen Stelle. Ja. Genau, aber das ist natürlich ein Kulturkampf, den wir kämpfen müssen und der funktioniert, glaube ich, nur über kollektive Regeln. Also es war ja eine unserer Fragen vorhin. Also das ist ja einfach sozusagen eine Frage von Stellenprofilen. Ja? Also wie werden Professuren, wie werden Direktorenposten, wie werden Intendantenposten ausgeschrieben, wenn es eine massenhafte Praxis ist, dass man sich da zu 50%, dass sie geteilt werden, wie auch immer das dann sozusagen aufgeteilt wird, die Arbeit, dann ändern sich natürlich auch die Anerkennungsverhältnisse. Also wenn massenhafte Erfahrungen gemacht werden, ja, das funktioniert ja, also das sozusagen über ein paar Jahre, dann ändern sich natürlich die Normen. Heute glauben alle noch, das ist sozusagen dequalifiziert, ja, oder es ist halb, oder also da schwingen alle diese sozusagen letztlich mehr oder weniger sexistischen Vorurteile, weil es ist ja dann sozusagen meistens für Frauen vorgesehen und für Jungs geht es irgendwie nicht. Ja. Also insofern glaube ich schon, es hat was mit so einer, ja, mit einem Kulturkampf zu tun, den man halt hart ausfechten muss. Ich glaube, mit so einem, mit dem Denken einer Begrenzung, wo wollen wir uns begrenzen? Also was ja im Moment immer mit diesem komischen Verzicht, die Konnotation des Verzichts hat, aber sozusagen, was ist,
also sozusagen die, für mich ist ein Teil der Utopie eine bestimmte Art von Begrenzung, ob es Selbstbegrenzung ist oder sozusagen eine gesetzliche Begrenzung, weil das Problem ist ja, dass die Arbeit entgrenzt ist. Es ist nicht so, dass gesagt wird, du, dein Vertrag, wir haben in den Verträgen steht ja drin 40 Stunden Punkt. Ja, und dann steht, Überstunden werden abgegolten oder freie Zeitanteilung, bla bla. Was bedeutet das? Das ist vollkommen, also sozusagen, dass die Zeit entgrenzt ist. Das Einzige, was wichtig ist, ist, was hinten rauskommen soll, das Produkt. Und wie viel Zeit du dann dafür benötigst, das ist vollkommen egal. Das Problem ist, dass die Höhe oder die Qualität oder der Umfang des Produktes ja ständig angehoben wird. Und da gibt es gar keine Begrenzung. Ja? Obwohl es in Theorie nur eine 40- oder 20-Stunden-Woche ist, ist es in der Praxis überhaupt nicht möglich, das zu schaffen. Und ich glaube sozusagen, es macht auch gar keinen Sinn, sozusagen eine individuelle Ächtung oder sowas vorzunehmen, sondern ich glaube tatsächlich, dass es nur einen institutionellen Rahmen dafür geben kann. Und ich meine da fast auch schon, also sozusagen gesetzlichen Rahmen, dass dir einfach nicht erlaubt ist, 70 Stunden pro Woche zu arbeiten. Wobei wir in den freien darstellenden Künsten alleine mit dem Wort Honorar, Untergrenzen, Empfehlung, ja, schon ja, ja schon so ein Parameter haben, was ja in die Richtung geht, also was eigentlich dahinter heißt, beutet euch nicht aus und verpflichtet euch dazu selbst, ja. Und die anderen verpflichten euch inzwischen auch dazu, euch nicht auszubeuten, weil das ist ja jetzt schon Teil bei den Förderverträgen, dass du also eine Einhaltung der Honoraruntergrenzenempfehlung damit unterschreibst. Ne? Das, also in dem Sinne ist das in der Kunst schon ein Stück weit da, ob das, wie die Praxis aussieht, wird ja nichts darüber bilanziert. Aber die Idee ist da. Ja? Die finde ich gar nicht so schlecht, weil sie mit der Idee gibt es ein Bewusstsein und mit diesem Bewusstsein gibt es plötzlich ein Nachdenken über, wie viel arbeite ich eigentlich und was bin ich wert. Wobei auch mit der Untergrenze noch lange gar nichts in Ordnung ist. Ja? Nein. Keine Untergrenze. Ja. Obergrenze ist interessant. Okay. Ja, genau, weil das ist ja interessant, weil es gibt Diskussionen über Mindestlöhne, aber es gibt ja sozusagen auch Diskussionen über Höchstlöhne. Also die Schweiz hatte ja eine Volksabstimmung über diesen Lohndeckel. Und ich kann mir nicht helfen, das hat natürlich schon was mit Ächtung zu tun. Ja? Also im Grunde genommen setzen wir letztlich moralisch-juristische Standards fest, du darfst nicht weniger als so und so viel haben und dann setzt du auf der anderen Ebene fest, ein Einkommen höher als X ist unmoralisch und muss entweder verboten werden oder zu 100% besteuert, was ja auf selber rauskommt. Das ist ja völlig wurscht. Und dieses Spiel kann man ja könntest du jetzt für Einkommen machen, aber du könntest es natürlich auch für Arbeitsoutput, also Zeit, das war ja unsere Diskussion jetzt gerade, da könnte man natürlich genauso auch sagen, jemand, der in mehr als 3 oder 4 Jurys oder Ausschüssen drin ist, der in mehr als 3 oder 4 oder 5 Beiräten drin ist, der in der mehr, also oder Aufsichtsratsmandat oder was auch immer, jemand, der mehr als 3 oder 4 öffentliche Auftritte pro Woche absolviert, Podiumsdiskussionen, Vorträge und so weiter, das darf es nicht mehr geben. Ja? Das wäre sozusagen eine Offensive gegen die Konzentration von Kapital, wenn du so willst, ja, also mehr, also wie in einer Zunft im Grunde genommen, weil du machst dadurch quasi den Markt kaputt, indem du so viel auf dich ziehst. Und das sind natürlich Ächtungsvorgänge, ja? Die kannst du moralisch machen, aber auch juristisch. Ich habe nämlich sozusagen gerade mal in mich reingespürt und ich wollte irgendwie, bin ich sozusagen wieder auf Utopie gekommen. Was ist also, wie fühlt sich eigentlich Utopie an? Ne? Und it's not about the money, ne? Darum geht es überhaupt nicht. Sondern so Utopie hat für mich, wenn es zum Beispiel um Arbeit geht, fühlt sich an wie ein innerer, wie innere Freiheit. Sozusagen so eine Existenz des Sein-Dürfens.
So, und dieses Sein dürfen ist vollkommen egal, ob ich jetzt was gerade ganz konzentriert arbeite oder ob ich irgendwie da rausgehe oder auf meinem Bett liege und tagträume, weil das ist das, was Anne vorhin gesagt hat, dass das gehört ja alles dazu. Es gehört ja dazu, Nachdenken braucht Raum oder Zeit oder diese innere Freiheit, damit was kommen darf, damit irgendwas wieder entstehen kann. Und ich glaube, das Problem ist überhaupt nicht das Geld, sondern das Problem ist sozusagen, dass man ständig in diesem Produktionsmodus sein muss. Also sozusagen ständig dieses, also sozusagen gar nicht mehr loslassen können. Und irgendwie diese Utopie, wenn es jedenfalls um Arbeit geht, hat total viel mit diesem nicht dauernd diesen einen Modus bedienen zu müssen, sondern sozusagen so wieder diese Vielheit von verschiedenen Modi wieder zulassen zu können. Ne? Ja, das hat, glaube ich, ein bisschen was damit auch zu tun, Anke, oder um da reinzugrätschen, das, was ich da aus diesem Dings mit Puff weiß, weil KünstlerInnen natürlich ganz stark, also gerade in der freien Szene, in diesen Status der UnternehmerInnen gekommen sind. Total, ja. Das heißt, die auch gute UnternehmerInnen sind, können sich am Markt leisten, ihre Kunst zu halten, weil sie letztendlich auch gute UnternehmerInnen sind. Und das ist so ein bisschen zum Problem geworden, dass es sicher viele KünstlerInnen gibt, die sehr gute KünstlerInnen sind, die aber, und das ist gar nicht wertend gemeint, halt vielleicht auch kein Interesse haben, keine Parameter, was auch immer, und nicht diese Unternehmerschaft sehen da drin. Ja. Das ist das Problem geworden, dass du eigentlich, um am Markt zu bleiben, musst du Fähigkeiten auch produziert haben oder so, oder möglichst so ein Team um dich haben, dass das, dass diese Fähigkeiten gut getragen werden. Und ich glaube, das, also ne, um es jetzt schnell zusammenzufassen, ist das so, dieser Unternehmerschaft. Aber es ist auch das gleiche Problem in der Wissenschaft. Da würde ich aber gerne sagen, dass ich durchaus finde, dass die Performing Arts einem Unternehmen gleich strukturiert sind. Also gerade wenn es viele sind und etwas gemeinsam entwickelt werden soll mit Menschen, mit Geld, mit Räumen und so weiter, dann kommt es einem Unternehmen gleich. Also dieser, ich gehe in eine Kammer und tue etwas für mich und komme dann mit etwas raus, das ist eben meistens nicht das, was in den darstellenden Künsten passiert, sondern es sind größere Zusammenhänge und in dem Sinne, es ist Geld im Spiel. Natürlich hat das was Unternehmerisches und das finde ich auch gar nicht ein negatives Teil der Kunstproduktion. Es ist einfach eine Produktion und die verteilt sich auf viele und jeder macht etwas und bekommt mit einer bestimmten Zeit und Geld. Und deshalb redet man natürlich auch über Geld und über Strukturen. Genau. Und da sind wir wieder bei der Frage von Antje. Was kann man in diesem Kreis dann leisten? Wie viel kann man zusammentun, damit dieser utopische Moment überhaupt erlebbar wird? Also, ja. Weil ich, also wir haben ja viel über den Fonds nachgedacht und das letzte Mal, dass wir uns darüber unterhalten haben, habe ich sagen müssen, ja, wir können es probieren, wir haben nichts zu verlieren, weil wir nicht so viel Geld reinstecken, ne, erstmal. Was ist denn, wenn man so viel Geld reinsteckt, dass man wirklich was zu verlieren hat, weil davon ist das eigene Gehalt für den Monat, ne, wenn man eben davon familienabhängig sind. Das könnte, also ich meine, wir haben ja hier in Dresden für das Haus eine Genossenschaft gegründet. Und ich habe auch gedacht, was wäre, wenn wir einfach Einkommen da einfach reinstecken. Es gibt, da würden dann auch, da sind die auch die unterschiedlichen individuellen Bedürfnisse eigentlich die Messlatte, weil theoretisch ist ja, um das Experiment ein bisschen weiter zu denken, wir bezahlen Miete, das heißt, die Miete würde ja von diesem Geld wegkommen. Und die Frage wäre, wie viel jeder von uns zum Leben braucht am Ende, ne? Also wenn man alle zusammen da das Geld reinschmeißen würde. Vielleicht wäre ja denkbar, aber ich weiß hier, das gibt extreme Unterschiede, was Bedürfnisse auch angeht. Und man mag das alles Luxus bezeichnen, also ich sicher nicht, aber andere Nachbarn empfinden das als ihren Alltag, bestimmte Dinge sich zu leisten. Und das kann ich eben nicht ächten. Das kann nicht in Frage stellen, dass sie das wollen,
weil es ist auch, wir sehen, leben nicht in China, sondern in einer Demokratie. Na, und wenn ich dann merke, dass schon in meinem kleinen Konstrukt das eigentlich nicht aufgeht, dann frage ich mich, welches System kann sowas stützen, also erlauben. Ne? Und eben dieses Grundeinkommen werden einen bestimmten Betrag dann alle kriegen. Ja, genau. Das finde ich so. Aber, ne. Naja, aber die Schwierigkeit ist ja, das eine wäre ja das Auskommen im materiellen Sinn und das andere ist das Auskommen im moralischen Sinne. Weil wir haben ja heute auch einen Sozialstaat, der die ja natürlich an Schikanen gebunden, aber de facto ja sozusagen ein soziokulturelles Existenzminimum gewährt. Aber es wird halt nicht anerkannt. Das heißt, ein Recht wird ja zuerkannt, aber gesellschaftlich wird es geächtet. Also um jetzt mal auf diesen Begriff, den ich jetzt nicht überstrapazieren will, aber de facto haben wir eine verfassungsfeindliche Struktur. Wir haben einen Sozialstaat qua Grundgesetz, aber de facto haben wir eine massenhafte verfassungsfeindliche Praxis, nicht nur wegen dieser Rechtsstruktur Hartz IV, sondern auch vom Alltagsbewusstsein her. So, und jetzt ist eben die Frage, utopische Lebensmodelle existieren ja massenhaft. Und dann bist du ja, und man ist auf zwei Seiten angreifbar. Ja? Du bist sozusagen auf der materiellen Seite angreifbar. Ja, da gibt es Zerbrechlichkeit, aber es gibt ja genauso die moralische Seite. Das heißt, es gibt massenhaft Leute, die eigentlich genau mehr oder weniger das so machen, wie sie es eigentlich gerne machen wollen. Aber da gibt es sozusagen eine Art von Fragilität, die sehr stark mit diesem winzigen bisschen zu wenig gesellschaftlichen Zuspruch, also nur weil du vorhin gesagt hast, reden wir über Geld. Es gibt eine sehr schöne Serie in der Süddeutschen Zeitung am Freitag im Wirtschaftsteil, reden wir über Geld. Und da war mal ein wunderbares Gespräch im Oktober mit einem bildenden Künstler namens Jens Risch. Der ist, macht so abartig meditative Kunst. Der Bass, der knotet Seidenfäden und da werden so Gebilde draus. Ja? Und der legt minutiös dar, dass er in 20 Jahren, wie viel er verdient hat, ja, dass er sich von diesen 20 Berufsjahren 6 Jahre selbstständig ernähren konnte, wie viele Jahre er Sozialhilfe bekommen hat, wie viele Nebenjobs er gehabt hat und dass er ab einem bestimmten Punkt, dann hat er halt irgendwie Kinder bekommen, geheiratet, im Grunde genommen seitdem von seiner Frau beziehungsweise indirekt über ihre Eltern lebt. Und der Interviewer will die ganze Zeit darauf raus, wie fühlt sich das eigentlich an, diese Existenz. Ja, der steht in super Museen, es gibt im Museum für moderne Kunst, hat ihn angekauft, ist jetzt nicht so ein Feld, Wald und Wiesentyp, ja. Aber er ist sozusagen, er kann es nicht schaffen, von seiner Arbeit zu leben. Und deswegen wird er dann, und dann sagt er, wie fühlen Sie sich? Und dann sagt er, ja, eigentlich super, ja. Ich habe genug Geld, aber ich habe nicht genug selbstverdientes Geld. Und das wird gesellschaftlich nicht anerkannt. Das heißt, man merkt an diesem Künstler diese Spaltung des Bewusstseins, dass auf der einen Seite hat er das Problem gelöst. Ja, er hat sozusagen eine Lebenskonstruktion gefunden, wo er diese 4 Stunden täglich diese bizarren Geschichten machen kann. Dann ist er noch intellektuelle Hausfrau, so wie ich selber übrigens auch. Ja. Aber das fühlt sich halt eigentlich total wie das genau Richtige an. Ja. Aber auf der anderen Seite merkt man, es wird vielleicht nicht gesellschaftlich geächtet, aber es wird letztlich nicht cool gefunden. Ja. Das heißt, du gewinnst keinen Blumentopf mit dieser Existenz als feministischer Mann, der sozusagen sein Ding macht, ja, und der so seinen Weg verfolgt und der versucht relativ frei zu arbeiten und sich auch ansonsten in den Alltag und in die Freundschaften einfügt. Niemand lässt sich darüber täuschen, und das ist ähnlich wie bei Sozialhilfe, dass es de facto geächtet wird. Und dann haben wir auch, wenn ich euch so zuhöre und mit der Wert der Arbeit, diesen Artikel, was du erzählt hast, ich bin mal interviewt worden, die Zeit hat sowas Ähnliches, die hat dann über Geld reden wir nicht und dann ist es nicht durchgestrichen. Da bin ich auch mal interviewt worden und da habe ich geschlossen, dass ich eigentlich denke, so mein panischer Antrag, weil wir in meinen Anträgen leben und die wir dann öffnen, ob wir die gefördert bekommen haben oder nicht, ist eigentlich wirklich mein Rentenantrag, also mein Rentenbescheid, den ich dann öffne und wo ich dann überhaupt nicht mehr verstehe, wie ich einzuordnen habe, wie ich arbeite im ökonomischen, nicht ökonomischen Sinne. Also das finde ich zum Beispiel ist dann noch so da bin ich wieder bei meinen Nudeln für arme Leute. Also, dass ich auch denke, natürlich brauchst bedingungsloses Grundeinkommen schon allein deshalb,
mit diesem anderen Diskurs der Altersarmut. Also dann verstehe ich überhaupt nicht mehr, was man eigentlich auch meinetwegen in einer Überproduktion geleistet hat, weil angeblich hat man überhaupt nichts geleistet, weil die Rente ist praktisch schon wieder so existenzbedrohend, dass man denkt, okay, also dann kann ich auch gar nichts mehr machen oder noch mehr machen oder noch weniger machen, weil wenn das System, in dem ich lebe und in dem ich einzahle, weil das hatte so schlimme Reaktionen im Netz, dieser Artikel, dass lauter Freunde mir geschrieben haben, lies es nicht, geh nicht in die Stimmen rein, die sozusagen immer noch dazu schreiben, also immer noch dieses, ja, ist doch dein Problem und wenn ihr Steuergelder verprasst und so weiter, egal, was ich einfach nur damit sagen will, dass das ist immer so, da steige ich wirklich aus, also da steigt mein Geist aus. Wenn man sowas wie, wenn so ein Sozialstaat, was wie Rente beschlossen hat, was ja eigentlich eine ganz schöne Idee ist, das ist wirklich was, da gehe ich noch weniger, also das verstehe ich noch weniger als alles andere, dass man denke, dann leistet man sozusagen durchaus einen Beitrag oder überbordet sich sogar etc. pp. Und dann wird das noch nicht mal, dann verankert es sich noch nicht mal da, dass es zu einem zurückkommt. Insofern muss natürlich dann bedingungsloses Grundeinkommen sein, wenn man denkt dann, also so, da, ja, das ist so ein Punkt, wo ich immer sage, da steigt mein Verstand aus irgendwie so. Ne? Und das ist tatsächlich, finde ich, für mich eine noch mal größere Bedrohung, weil das hat was mit Zukunft zu tun, das hat was mit Altern zu tun, das hat ganz viel mit Qualität und was, ich will jetzt gar nicht so schwulstig klingen, nicht, was hast du im Leben geleistet und komm dann zurück, sondern einfach, ja, ist ja scheißegal, du hast ja was beigetragen irgendwie so. Ne? Und dass das so abgehakt wird, dass du dann erst recht im Alter bei der Altersarmut landest, das finde ich schon sehr schizophren. Wobei das viele produzieren ja auch das neue monetäre Ding ist, ne? Also ich würde, also aus der Kunst weiß ich, es gibt ganz, ganz viele, die, ich zähle mich leider dazu, die ständig erzählen, wie viel die zu tun haben. Und das übersetze ich ja nicht in Geld. Also das heißt, wie viel Identität, also wie identitätsstiftend ist dieses Ich produziere? Ja. Genauso wie es auch seit Jahrhunderten identitätsstiftend ist, so und so viel zu verdienen. Also das ist ja auch letztendlich eine neue Währung, die sich eingefressen hat. Das Produzieren als Tätigkeit, ja. als eine zählbare, scheinbar messbare, zählbare Form. Mhm. Daran krankt es sehr, sehr stark, glaube ich. Es ist aber in dem Fall reden wir doch wir reden hier in der darstellenden Kunst ganz stark über das Produzieren, weil wenn du nicht produzierst, dich nicht darstellen kannst und deshalb nicht sichtbar wirst. Also ich glaube, das ist schon so ein ganz spezielles Merkmal dieses Genres. In der bildenden Kunst ist das anders. Also diese Produktivität, über die wir reden, wenn wir sagen, wir produzieren so viel, oder wenn du und Antje und ich das sagen, meinen wir ganz klar, dass zu viel über die Bühne geht. Ja? Mhm. Dass man zu viel stagen muss, performen muss. Mhm. Das meinen wir. Dass man auch anders produzieren könnte und andere Formen produzieren kann und dass man Gedanken produzieren kann, was ja die Tischgesellschaft auch produziert. Das ist ja schon eine andere Form von Produktionsgedanken. Absolut. Absolut. Da sind wir uns ja einig, sonst wären wir ja nicht hier.